Mittlerweile haben wir nun wirklich schon 8 gute Börsenjahre und so mancher Marktteilnehmer, auch hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt, fragt sich, ob man da überhaupt noch Aktien kaufen sollte. Besonders im Herbst nimmt die Angst der Anleger immer zu vor Verlusten an den Aktienmärkten. Eine Börsenweisheit besagt ja auch, sell in May, go away, but remember to come back on Halloween, also kaufe an Halloween. Fragen dazu an Thomas Hupf, mancher nennt ihn auch mit Augenzwinkern sicherlich Master Halloween, der sich auf diese Börsenanomalie spezialisiert hat. Herzlichen Dank für den Besuch hier in Frankfurt. Herr Hupf, ja, nun steht Halloween ja direkt vor der Tür. Ist es also nun Zeit, Aktien günstig zu kaufen? In der Tat, es ist noch günstig. Es ist ja so, wie Sie schon erwähnt haben, dass die Angst vor Verlusten auf Jahresende hinzunimmt und viele Anleger dann Aktien günstig verkaufen, um das Risiko im Portfolio zu senken, besonders institutionelle Anleger. Deswegen kann man im Herbst häufig sehr günstig Aktien kaufen. Das ist natürlich für einen azyklischen Investor sehr, sehr interessant. Sozusagen Sommerschluss oder Winterschlussverkauf im Herbst. Gerade jetzt haben wir gesehen, im September, bis September sind die Kurse gefallen. Wir hatten dieses Sommerloch und im September sind die Kurse plötzlich nach oben geschossen, aber auch die Gewinne, sodass wir Ende September, selbst mit einem guten September, noch sehr gute Einstiegskurse haben. Leider ist es ja so, dass die meisten Investoren sich im Mai fragen, ob sie saisonell anlegen wollen, weil dort diese Börsenweisheit durch die Presse, durch die Medienaufmerksamkeit sich wieder erinnert, in Erinnerung bringt. Aber dazu gehört natürlich, dass sich im Herbst günstig eingekauft hat. Deswegen würde ich diese Börsenweisheit gerne umformulieren und sagen, Aktienkauf an Halloween, aber vergesst nicht, verkauf sie im Juli. Na, das reimt sich natürlich nicht so gut, aber so rum müsste man das eigentlich betrachten. Und jetzt kann man günstig Aktien einkaufen, richtig. Die Börsenweisheit der Halloween-Strategie, ja, verrät uns ja nun nicht unbedingt, welche Aktien gekauft werden sollen. Gibt es da ein Erfolgsrezept bei der Auswahl der Aktien? Das ist richtig. Das ist auch ein Grund, warum viele Anleger diese Strategie scheuen. Es heißt zwar, kauf Aktien, aber welche? Da braucht man sehr viel Wissen. Wir sind hier mit Universitäten vernetzt, haben auch einen eigenen Research. Und was sich sehr, sehr gut eignet, sind zyklische Aktien. Also die Baubranche, Autobauer, Industriewerte, Energiewerte, auch alternative Energien, zyklische Konsumgüter. Also die zyklischen Aktien eignen sich sehr gut. Was sich auch sehr gut eignet, sind Value-Titel, also unterbewertete Aktien. Die sind meistens im Herbst noch stärker unterbewertet, dass ich die sehr günstig kaufe. Und auch Growth-Titel, das heißt Wachstumstitel, Aktien, die sehr große Gewinnsprünge machen, großes Gewinnwachstum haben, Momentum-Aktien ebenfalls und die Small-Caps, die kleinen Aktiengesellschaften. Das ist so ein Portfolio, das sich sehr gut eignet, weil all diese Aktien einen besonderen Schub haben zwischen November und Sommer. Herr Hupf, Sie beraten einen Fonds, der nach dieser Anlagestrategie arbeitet, der diese auch umsetzt. Mal ehrlich, sind Sie in Aktien investiert? Wir sind noch nicht investiert, denn wenn Sie jetzt den September anschauen, der ist jetzt rum, jetzt sehe ich, dass er gut war, aber er war ja nicht von Anfang an gut. Die Kurse gingen erst mal runter und erst seit einer Woche haben wir eigentlich sehr viele Indikatoren, die grünes Licht für Aktien geben. Was aber nicht alle Indikatoren, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Optionsbörsen anschauen, dann werden Sie feststellen, gerade in New York, dass doch mehr Pessimisten am Markt sind, es werden mehr Puts gekauft als Calls. Das heißt, es gibt eine Menge Anleger, die sich absichern auf Kursrutschen, Kursverluste. Das ist ein Punkt, der mich noch ein bisschen skeptisch macht, aber seit letzter Woche haben sich auch die Nachfrage nach Momentum-Aktien, also Aktien, die schon gut gelaufen sind, gewechselt und Small Caps sind sehr gefragt. Das ist eigentlich ein Indiz, dass die Jahresendrallye begonnen hat. Das heißt, wir stehen kurz davor, in Aktien zu investieren. Empfehlen Sie denn Anlegern, die mit der Halloween-Strategie arbeiten, feste Trading-Zeitpunkte? Und wenn ja, welche sind das? Das hängt ganz stark vom Typ der Anleger ab. Das ist nämlich eine sehr schwierige Frage. Privatanlegern, die nicht so viel Erfahrung haben, würde ich beraten, die Hände von der Strategie zu lassen und es lieber den Profis zu überlassen, also eine Fondslösung zu nehmen. Ein erfahrener Anleger, vor allem ein hartgesottener Anleger, den kann man sagen, nimm Mitte November zum Einstieg und Mitte Juli zum Ausstieg. Ich habe aber festgestellt, dass die meisten Anleger, selbst institutionelle Anleger, selbst Fondsmanager, ihre Schwierigkeiten haben mit der Disziplin. Also ich kenne 4 Beispiele, die versucht haben, aber 2014 im Herbst nicht eingestiegen sind, weil sie Angst hatten, dass die Kurse weiter fallen und fallen.
Und das ist natürlich der Knackpunkt bei jeder erfolgreichen Anlagestrategie. Sie funktioniert nur, wenn ich sie eiskalt durchziehe. Wenn Sie jetzt ein sehr, sehr erfahrener Anleger sind und Kenntnisse in fundamentaler Analyse und technischer Analyse haben, dann empfehle ich eigentlich sogar eher ein flexibles Ein- und Aussteigen im Aktienmarkt, kombiniert mit technischer und Fundamentalanalyse. So mache ich es zum Beispiel. Ich habe ein Fenster, also ab September kann ich investieren. Bis Dezember, da sollte man spätestens investiert sein und schaue mit Charttechnik und Fundamentalen, also eine 4D-Analyse, wie ich schon erwähnt habe, wo könnte der Tiefpunkt sein. Es kann sein, dass wir den jetzt schon gesehen haben im September, aber es kann sein, dass wir auch jetzt im Oktober vielleicht nochmal einen günstigen Zeitpunkt bekommen. Trennen wir uns mal von der Aktualität von diesen Monaten. Grundsätzlich gefragt, Herr Hupp, warum glauben Sie, wird die Halloween-Strategie auch in Zukunft erfolgreich sein? Ja, also was man sagen kann, wir leben ja in einer ganz, ganz stark wandelnden Zeit. Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft extrem schnell. Auch die Gesellschaften ändern sich. Und es ist ganz, ganz schwer, Prognosen zu stellen, wie sich die Wirtschaft, die Realwirtschaft, sage ich mal, entwickeln wird. Das wird immer schwieriger werden im Moment, bis der Wandel etwas klarer ist, wo er hingeht. Was sich aber ganz bestimmt nicht ändern wird, ist das Anlegerverhalten. Und daher kommt ja die Strategie. Auch wenn wir Robo-Advisor nehmen und so weiter. Ein großer Vermögensverwalter muss am Ende des Jahres Bilanz ziehen, wie gut ist das Jahr gelaufen. Das heißt, die großen Volumina an den Märkten, die haben auf Jahresende Angst, Rendite zu verlieren. Das heißt, die Risikoaversion nimmt zu und dadurch auch die Gefahr für Crash. Deswegen werden wir diese Halloween-Strategie noch lange, lange gut nützen können. Jetzt haben wir viel über die Halloween-Strategie an sich gesprochen, aber Hand aufs Herz, am Ende dieses Gesprächs ist es nicht auch so, dass die Politik der Notenbanken jenseits und diesseits des Atlantiks oder auch die geopolitischen Einflüsse, die immer wieder auch an der Börse diskutiert werden, auch eine entscheidende Rolle spielen? Sie spielen sicher eine Rolle, aber für eine erfolgreiche Anlagestrategie langfristig kann man sehen, dass eigentlich die politischen Börsen keine guten Ratgeber für Anlageentscheidungen sind. Erinnern Sie sich an letztes Jahr? Trump vor der Wahl war ganz klar, wenn Trump tatsächlich an die Macht kommt, werden die Aktien fallen. Waren sich alle einig und ich kenne Fondsgesellschaften, die haben sich tatsächlich abgesichert vor diesem Szenario. Trump ist gewählt worden, vorbörslich hat die Börse in den USA 5% verloren. Die Börse macht auf und die Kurse steigen und steigen und steigen und steigen. Also es ist ein von vielen Beispielen, dass gerade politische Börsen unberechenbar sind und ganz schlechte Ratgeber. Und wenn Sie sich mal die ganz erfolgreichen Fondsmanager angucken, wie Dr. Leber, Dr. Jens Erhardt oder Flossbach von Storch, dann sehen Sie, das sind ganz kühle, nüchterne Strategen, die sich nur auf Fakten, auf ihre Analysen verlassen. Und das ist das Erfolgsrezept. Als Fondsmanager oder Anlageberater müssen Sie eigentlich das ganze Mediengeschehen am besten ausblenden und nach ganz klar definierten Regeln handeln. Das ist übrigens auch ein Grund, das hat man wissenschaftlich auch festgestellt, dass der Privatanleger ganz, ganz schlechte Ergebnisse erzielt bei den Anlageentscheiden, weil er sich eben von den Medien beeinflussen lässt und die Regeln, wenn er überhaupt welche hat, nicht umsetzt oder irgendwann inkonsequent wird. Und das ist auch ein Vorteil der Halloween-Strategie, wie ich sie in dem Fonds umsetze. Der heißt MSF 4D Asset Oscillator. Wir haben ganz klare Einstiegs- und Ausstiegsregeln und danach handeln wir. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg für jede Anlagestrategie. Also Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin. Das ist das Gebot der Stunde, nicht nur im Jahre 2017. Thomas Hupp war das hier zu Gast an der Börse Frankfurt. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja.